Jan Hahn starb am 4. Mai im Alter von gerade einmal 47 Jahren. Er war lange Jahre das Gesicht des Sat.1 Frühstücksfernsehens und zuletzt täglich bei Guten Morgen Deutschland zu sehen. Der Sender RTL erklärte in einer offiziellen Meldung, Jan sei nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Selbst für einige enge Freunde und Promi-Kollegen kam der plötzliche Tod des TV-Moderators als schwerer Schock. Denn die meisten von ihnen ahnten nichts von Jans Diagnose. Es war lediglich bekannt, dass er sich bereits Anfang März krank gemeldet hatte und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, soll der Moderator die Krebsdiagnose ein Jahr zuvor erhalten haben. Seine Erkrankung hatte er bewusst nicht öffentlich gemacht, weil er nicht als kranker Jan Hahn in Erinnerung bleiben wollte.